So, ihr Lieben, willkommen zurück bei Calvin and the Infamous Machine. Puh, ich muss immer aufpassen, dass ich mir den Namen von diesem Spiel merke. Ja, gestern haben wir ja ganz furchtbar für Beethoven gesungen und jetzt geht's weiter. Wir haben 69% geschafft von dem Kapitel, also beinahe abgeschlossen. Calvin folgt Dr. Lupin, blablabla, ja. Dr. Lupin. Wir haben furchtbar gesungen. Was haben wir denn hier nochmal alles? Eine Erdnuss haben wir von ihm hier geklaut. Wir haben ein gekautes Kaugummi immer noch. Wir haben immer noch Münzen und wir haben einen Hammer. Eine Erdnuss. Ono Erdnusso. Ich stehe ein kleines bisschen auf dem Schlauch. Ich wollte versuchen, ob ich ihn vielleicht noch einen Alkohol einflößen kann, damit er vielleicht betrunken wird. Oder so, vielleicht funktioniert das ja. Welcome, sir. What can I get you? Another Ardal and Samimi, if you please. Coming right up. Ja, danke. Ich krieg auf jeden Fall mehrere davon. Das ist gut. Könnte tatsächlich funktionieren. Yeah! Zwielichtiger Mischer. Bitte sehr. Did you have business with the shuffler? What? I just gave you a drink. You said you'd let me borrow your cards. The shuffler recalls no such drink. And no such bargain. You must remember, sir. You're a tricky one. Okay. Irgendwas in seinen Drink tun? Hab ich bis jetzt noch nicht wirklich was. Warte mal. Achso, er hat selber gesagt, dass er allergisch auf Erdnüsse ist. Warte mal. Ich möchte noch was ausprobieren. I probably shouldn't. I'm very allergic. Okay, ich dachte, das nützt uns vielleicht irgendwas so anzuschwellen und irgendwas. Naja, anscheinend nicht. Hier brauche ich ein Bier. Für ein Bier muss ich aber hier Schere, Stein, Papier gewinnen, aber die spielen das mit ganz komischen Regeln. Vielleicht sollte ich damit auf den Rummel mal gehen, also auf den Rummel gehen und da vielleicht mal nachfragen. Die kennen sich mit komischen Regeln ja aus. Ja. Und gleich erschießt er mich wieder. Schere. Ja, das wird jedes Mal darauf hinauslaufen, dass er mich erschießt. Come on, how am I supposed to beat this guy if I don't even know what these throws mean? That's your problem, buddy. Ja, aber ich hau ihm gleich mit dem Hammer seine Hand kaputt, dann hat sich das erledigt. Nein, wir gehen raus. In unserem wunderschönen... Oh, wer sind Sie denn? Hallo? Gruseliger Typ. Were you at the concert? The concert. Yes, that is the place where I was. The concert. Okay. So, what did you think? The concert induced a range of emotions that is both appropriate and desirable for a concert. Well, good. I think. Good? Yes. Was ist denn mit dem? Und wieso? Gut, weiß ich natürlich noch nicht so viel drüber. Vielleicht kann ich mal reingehen und gucken, ob da alles noch beim Alten ist. Nein, es ist nicht. Hier sind Menschen. Hallo. Ein schicker Snacker und ein Bücherwurm. Oh, der Typ ist weg. Those are some seriously styling duds. Okay, da hat er nichts mit vor. Dann gucken wir mal. Na, der Kater geht aufs Klo. Ich trinke mal einen Schluck, bevor ich hier jemanden anlabere. Bis dahin ist der auch bestimmt da fertig. Ich finde dieses Spiel total lustig. Zisch. Ich könnte mich echt über tot lachen. Dieser Gesang. Nee. Was für Ideen der Typ immer kommt, ist schon genial. Ich hoffe übrigens, diesmal bin ich ein bisschen besser zu verstehen. Gestern, das war ja gruselig, lag
Ich hab die Musik, die Hintergrund. Oh! Ich sagte, ich habe die Hintergrundmusik ein bisschen leiser gestellt. Glocke erreicht. Jetzt ist reicht. Gut, wir labern mal den Bücherwurm an und stören ihn beim Lesen. Whoa. Well? Whoa, what? According to this guidebook, there's an enormous devil chipmunk painted on the ceiling of the lobby. I don't see anything. Made you look. Oh, real mature. The book also says there's a secret room full of gold and candy that only appears if you scream the password. Well, what's the password? I'm a stinky farthead. Okay, that's obviously another lie. Are you willing to take that chance? I mean, really willing? What if I'm telling the truth? You'll miss out on gold and candy for basically no reason. I'm a stinky farthead. No, you have to scream it. Scream it! I'm a stinky farthead! You are the worst kind of villain. Yeah. Your shoes are untied. No, they aren't. Oh, God! What's that behind you? A violin. Pull my finger. You mean the one with the big spider on it? Get it off! This is just too easy. Okay, das funktioniert nicht so gut. Vielleicht können wir ihn irgendwie mal reinlegen. Mit der Violine. Wow, a Stradivari. Also, vielleicht brauche ich die Violine auch und ich muss irgendwie ihn da wegbewegen, weil ja der Typ hier jetzt weg ist. Aber erstmal reden wir mit dem schicken Snacker. Was ist der da eigentlich? Ofenkartoffeln? Sieht aus wie Ofenkartoffeln. Lecker. Ooh, are those donut holes? Mudballs. Want one? Ooh, what's in a mudball? Mud. I'll pass. Lecker. You're really just standing here eating balls of mud? You haven't heard of the Kreuzlink diet? You can eat anything you want, as long as it's balls of mud. The doctor who invented it is back there in the theater. Uh-huh. So have you lost any weight? The Kreuzlink diet isn't so much about weight loss as it is about... eating balls of mud. Now you're catching on. Ach so. Okay, das macht Sinn. Das macht Sinn. Oh, hier sind ganz viele komische Menschen jetzt unterwegs. Da ist ja der Doktor. Hallo, ne? Excuse me, Mr. Kreuzlink. Dr. Kreuzlink. Can I help you? Oh! I just pooped out my brain! I need Malaskia now! Hardly. A good bloodletting should get your humors back in alignment. Indeed. Indeed. Come by my office tomorrow. I'll prepare the leeches. Amazing! I'm suddenly cured. Okay, dann bin ich vom Pferd gefallen. Oh, I fell off a horse and my lung popped. Surely Malaskia is the only cure. A popped lung usually unpops itself within a day or two. Indeed. Indeed. Weak tea and a 4-hour headstand should accelerate the healing process. Oh, come on! My legs feel all mushy! I need a prescription for Malaskia before it's too late! Likely a mild case of syphilis. Indeed. Indeed. I recommend 6 iodine tablets and a week's bed rest. Dang it! Ah, toll, jetzt habe ich auch noch Syphilis oder was? Klasse! Aber ich kann ja wirklich krank werden. Oh Gott. Hey, Doc. You think I could have that Malaskia prescription now? Good heavens! An acute facial dysmography! Oh, this affliction is far beyond my ability to treat. Here, enjoy one last beverage before your head blows up. My condolences. Thanks! Thanks. Sehr gut. Dankeschön. Thanks. 5 Minuten später, na, das geht ja schnell. Ha!
I haven't pulled that trick since my organic chemistry final. Oh. Ich will aber erst noch mit den anderen Menschen sprechen. Hier, dieser fette Kerl, hier redet nicht mit mir. Okay, kann ich ihn noch mal? Why, you've recovered! Thanks ja. entirely to my expertise, no doubt. Indeed. Ach, ich sag's ja. Konzertbesucher. What did you two think of the show? Oh, it was simply exhilarating. I feel so alive. Don't you, Mortimer? Yes, Angelica, so alive. I feel as if I could sing. Like the stars in the sky. And the stars in your eyes. You're the light of my life. Bravo, I guess. Okay. So, I'm trying to help this Ludwig van Beethoven guy, and I was wondering... I do not know. He does not know. I do not know. Who that is. Yep. This got annoying real quick. Okay. Dann, okay, hier weiter können wir jetzt nicht, weil diese Menschen im Weg stehen. Gut. Achso, das ist das Rezept. Ich dachte, was ist das denn? Okay, gehen wir erstmal zurück. Wir haben das Rezept. Wir sind schon einen Schritt weitergekommen. Was denn mit diesem Menschen ist, weiß ich auch nicht so recht. Hi. Wieder mal wieder rein. Hier, gucken Sie, ich bin sehr krank. One Malaskia, please. Oh, here's my prescription. Very good, sir. Before I make this, however, I am required to inform you of the following disclaimers. Malaskia is not recommended for consumption by the ill or infirm. Do not drink Malaskia with other forms of alcohol. Do not drink Malaskia before or after operating a threshing machine. Do not drink Malaskia in the vicinity of a fountain or decorative clock. Do not drink Malaskia in Spain. Do not drink Malaskia during an existential crisis. Do not spell Malaskia. Do not drink Malaskia upside down. Do not think that drinking Malaskia somehow makes you better than Malaskia. If Malaskia asks you a question, do not answer. And finally, do not drink Malaskia. Do you acknowledge and accept these disclaimers, sir? Yeah, whatever. Gimme! Eine Errungenschaft freigeschaltet. Yay! Wieso? Was sind wir eine? Hier, ich hatte auch gar nicht vor, das zu trinken übrigens. Mit dem Totenkopf drauf. Hier, guck mal, das sieht doch lecker aus. The Shuffler wants nothing to do with that caustic swill. Wieso das denn nicht? Aber das ist... warte mal. Welcome, sir. What can I get you? Du wirst das trinken. Another Ardalan Samimi, if you please. Coming right up. Wie du das trinken wirst. So warm mein Geld niemals ausgeht. Wenn ich das selber trinke... Yeah, I'm on the clock. Ach, wieso denn? So? Yeah, I need to empty the cocktail glass first. Das hab ich doch gerade gesagt. Kann ich das jemand anderem bringen oder gehe ich damit jetzt ins Konzert? Keep that plummy hogwash away from me. Die wollen das nicht. Und ihr? Mögt ihr lustige Gesellen? Occasion? Bro, please! You don't need... No, come on. What? A bro, sure? Ja, ich hab euch aus Versehen angesprochen, tut mir sehr leid. Hold up, bro! You can't toast with that, it might break! Glass everywhere, bro! Total party foul, bro. Oh.
Ich wette, ich muss damit in Dings. Kann ich mir noch eine Erdnuss nehmen? I pushed my luck with the first one. Okay. Denn dir? I'm not sure how those go together. Nein, stimmt. Außerdem hat er schon was zu trinken. Und Beethoven sollte ich wahrscheinlich nicht unbedingt betrunken machen, oder? Hm? I don't think that will work. Nein, okay, dann weiß ich schon, wohin mit dem Zeug. Wieso kann das denn nicht einfach selber trinken? Wird die Sache vereinfachen. Wir schicken das, kippen das in den Spucknapf einfach rein. So, nicht in der Garderobe. Hier. Ist er ja. Wupp. Ja. Nichts leichter als das. So, ich geb dir deinen Drink. Der böse Cocktail. Sehr schön. Ich finde das gut, das Spiel. Wieder aus. Wieder hier. So. Na? Hätten Sie gern noch so ein Cocktail hier? Here you are, Mr. Shuffler. It's the bartender's latest creation. The, Alice. Subversively sweet, with notes of dolphin and basement mold. The Shuffler accepts your gift with skepticism and curiosity. Was ist denn jetzt davon? I'm sure it'll be fine. Na dann, ist ja gut. Karten. Ich bin zwar nicht sicher, was ich damit will. Können wir nicht vielleicht lieber Karten spielen? Gucken Sie mal. I don't think that will work. Nein. Was tue ich denn jetzt mit Spielkarten? Ich habe lauter Sachen, mit denen ich nichts anzufangen weiß. Karten, kann die Wahrsagerin die gebrauchen? Zum Kartenlegen so? Aber das sind ja. Aber mit normalen Karten kann man auch Karten legen. Müssen nicht unbedingt Tarotkarten sein. Wir gehen wieder auf unseren Rummel. Der Mann sieht immer noch ein bisschen Depri aus. Hallo, Frau Wahrsagerin. Will this deck of cards work? Ach so. Yes, these should do the trick. Let's see. The answer to your quandary is lost forever at the bottom of the Dead Sea. What? I can't even swim! Wait, oh, sorry. Cards were upside down. The answer to your quandary is at the bottom left corner of a parchment wall. Oh, cryptic. You know it. Was? What did those cards say I should do again? Seek the bottom left corner of a parchment wall. Cool, thanks. Pergamentwand? Bin ich jetzt auf dem Schlauch, oder? Hier der Howling Lukas. Ich muss doch irgendwie mit diesem scheiß Hammer gehen. You're as weak as an inept research assistant. Guilty as charged. Ich habe jetzt also nichts Neues. Ich habe den Kaugummi, ich habe Münzen immer noch und ich habe den Hammer. Hallo, Sir. Hey, relax. It's just a game. Don't remind me. Don't leave the law firm, Fritz. There's no future in carnival amusements. Gertrude is going to kill me. Tja, Fritz. That'll teach him to pull a fast one on Kelvin. Genau. Was hat er jetzt aber davon? Pergamentwand? Hallo, gruseliger Herr. Rock in the pockets. Sweet. Yes, it is
Chili. Oh, I thought maybe you were hiding scary crab hands or something. That would be unhuman. Unlike me, an adult male human. Yeah. Right. What? So, are you from around here? Please specify a frame of reference. Vienna? One moment. No. I'd rather not. He's giving me the heebie-jeebies. The heebie-jeebies? Ach so. Schön. Pergamentwand, hey? Parkplatzschilder. $1 parking? What a ripoff! Oh, right, I put that there. Yeah. Yeah, I'm no buggy, but whoever... Okay, das haben wir schon gehört. Hier ist die Bar. Vielleicht ist da was, aber ich gehe noch mal ins Theater. Notfall. Well, it's an emergency bottle of water behind the strongest glass in the world. Ja. Ganz recht. Kaugummi hat er sich schon geholt. Will er auch nicht noch eins, oder? One piece is plenty. I don't want to rot my teeth. Ui. Mein Stock mit Löchern? I need to leave the stick in there as a decoy. Okay, hier, du Type hier. Whoa, what? According to this guide, I don't see it. You look. Oh. Okay. Er sagt immer noch das Gleiche. Hier ist die Violine. Der wird auch das Gleiche sagen. Ooh. Are those Matschbälle. Matballs. Gut. Anschlagbrett? Ja. Aha, was ist das? Ein Horn, eine Pistole? Rock, that's too mainstream for me. I was always more of a scissors guy. Ach so. Heck yeah, scissors. Can't lose with scissors. Real talk. Anybody who tells you they like throwing paper is lying. Horns, huh? They lose rock, paper, and scissors, but beat gun, for some reason. Weird. Gun beats rock, paper, and scissors, but horns beat gun? Gut, danke. Ich kenne jetzt die Regeln. Danke. Sehr, sehr gut. Ich kenne jetzt die Regeln von eurem blöden Spiel. Edge Badge. Na? Ja. Nein. Kanone. Hörner. Ha. Boom. Take that, silent scowling guy. You just got wrecked. Oh, God. Thank you for the friendly and competitive match. Please don't rip off my arms. Eine Wertmarke. Sehr schön. Ich hätte gerne ein Bier. One victory beer, please. Ja, cool. Damit gehe ich jetzt. Hey, there's a giant hole in my mug? Yes, sir. I added that to let the beer breathe properly. It should improve mouthfeel. Well, okay. Except the beer just spilled all over the counter. Oh, right. Liquids. Sorry, sir. I'd pour you a replacement, but we're all out. Was? Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Du fühlst mich da jetzt hier. You sure you don't have another beer back there? Quite sure, sir. Might I interest you in a Diet Dr. Lupin? I have about 12 flavors back here. Please, God, no. Why would anybody want credit for that? Okay, ich brauche Bier oder irgendein ähnliches Gesöff, ja?
Hier, guck mal, ich habe einen Krug, aber leider kein Bier, Leute. No way these bros will let me toast with an empty mug. Hm, du hast doch einen riesigen schönen Krug voll Bier. Darf no, ich? I'd rather not. Nein, macht doch keinen Sinn. Und Beethoven so? Okay, das kennen wir alle schon. Krug? I'm not sure how those go together. Nein, ergibt auch keinen Sinn. Gut, wo kriege ich jetzt was zu trinken her? Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich will nicht. Oder hier das Notfallglas könnte ich auch nochmal vor mir vorstellen, aber ich befürchte. Nein. Bitte nicht. Oh nein, er geht hin. I don't think that will work. Oh, puh, danke. Danke. Okay, dann probiere ich mal das Wasserglas. Aber das muss ich ja erstmal irgendwie kaputt kriegen, ne? Wow. Good thing this is not an emergency. Ja, das geht halt nicht, ne? No, I'd rather not. Wo krieg ich denn Bier her? Das ist ein Flugblatt. I'm not sure how those go together. Nein, ich probier gerade mal. No, I'd rather not. Okay, nein. Nein, 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 nein. Hm? Were you at the concert? The concert. Okay, die, Just your everyday reinforced steel comb. Ja, den haben wir ja auch schon gebraucht. Hat hier nicht jemand ein Bier für mich? Ah, ich weiß. Ein bisschen bis zur Hälfte randvoll. Was? Voll. Und ab in die Tasche damit. Voller Krug. Mal gucken, was die Idee dahinter ist. Vielleicht finde ich dann raus, ob er voll sein muss oder nicht. Erstmal zurück. Eiern. Was er für ein Gesicht zieht andauernd. So, hey, meine Freunde. Guckt mal. Alright, Bros, let's do this. Heck yeah, bro! That sounded kind of familiar. But also kind of wrong. Okay. Voller Krug. Wo leere ich den jetzt aus? Hier im Mülleimer oder was? Ach ja, danke. Ergibt ja keinen Sinn, hätte ich auch einfach in die Erde schütten können. Ah, naja. Egal. Gut. Ich mache ihn mal halb voll und dann horchen wir nochmal. Vielleicht stimmt das. Das ist echt gut. Das schaffen wir doch erst heute, den ersten Fall hier mit Sicherheit. Ja, macht Spaß. Kann ich nicht anders sagen. Ist echt lustig, das Spiel. Na? Yo, Bros, can we toast again? Bro, we'll toast all night. Oh Mann. Ha.
lattice instability just fell by 30%? No! Kelvin, that's a good thing. Oh, yay! I kind of can't believe it, but whatever you're doing is actually working. So you're saying I can come home now and binge watch Star Snails? What? No, we need to get you to the next temporal anomaly immediately. But Star Snails... Kelvin, you can't watch Star Snails if Lupin implodes the universe. Yeah, fine. Beam in the shower or whatever. Beaming in now. See you on the other side, Kelvin. Sehr gut, wir haben es geschafft. Ugh, drain hair.